Ich grüße euch Leute an diesem wunderschönen sonnigen Tag. Zumindest ist es hier sonnig in Kulmbach. Und ich wollte heute mal wieder einen Wrestler-Talk machen. Das gab es ja schon eine diverse Zeit, sage ich mal, nicht mehr. Und da ich das Format ja eigentlich wöchentlich bringen will, kommt jetzt hier mal wieder ein Wrestler-Talk. Es ist ultra heiß hier, plus 30 Grad. Von daher schwitze ich hier wie sonst was. Aber das hindert uns natürlich hier nicht, Supercard zu zocken und über Sasha Banks zu reden. Ich muss noch mal ganz kurz vor dieser, ja, vor dem Thema Sasha Banks anmerken, dass ich persönlich zurzeit Supercard nur noch für die Aufnahmen spiele. Also eben, dass ihr was im Hintergrund zu gucken habt. Ansonsten bin ich ja eigentlich nicht mehr wirklich krass involviert. Ich zock auch kaum mehr Events und so, einfach weil im Sommer vor allem, da kannst du so viel mehr machen als zu Hause sitzen und dieses Spiel spielen. Von daher, ich denke, euch geht das fast allen ganz genauso. Aber gehen wir mal zu Sasha Banks. Sasha Banks, wenn man sich das so überlegt, wenn ich jetzt wirklich durch das WWE-Roster aktuell gehe, dann ist Sasha Banks für mich die beste Wrestlerin im Kader. Und sie gehört auf jeden Fall auch zu einem der besten Wrestlern allgemein, Männer und Frauen, im aktuellen Kader. Sie ist 24 Jahre jung. Das muss man sich mal überlegen. Mit 24 Jahren sowas von grandios unterwegs. Das ist ganz, ganz großes Kino. Und von daher schon mal dafür Respekt, dass sie so in diesem Alter diesen Sprung gemacht hat. Ich werde sie gleich bewerten. Ich werde bloß noch kurz was zu ihrer Laufbahn sagen. Und zwar hat sie ihr Wrestling-Debüt an sich 2010 gegeben. Das war noch in den Indies. Hier hat sie gewrestelt bis 2012, hat hier die ersten Erfahrungen sammeln können, bis sie 2012 auch unter Entwicklungsvertrag genommen wurde von WWE tatsächlich. Hier hat sie dann bei NXT gestartet, war dort erst als Mercedes oder so aufgetreten. Ich weiß gar nicht, wie genau ihr Name war. Mercedes F. V oder so, keine Ahnung, ist auf jeden Fall nebensächlich, bis sie dann den Sasha Banks Charakter bekommen hat, war am Anfang noch nicht ganz so, wie man ihn jetzt kennt, dieser Charakter. Er war eher ein bisschen abgeschwächter im Vergleich zu dem, was sie jetzt vertritt, aber hier hat sie angefangen. Sie war erst mit mit Summer Rae befreundet, storyline-mäßig. Ich weiß nicht, ob die auch im Real Life befreundet sind, kann schon gut sein. Auf jeden Fall hat Sasha Banks dann hier erstmal zusammen mit Summer Rae auch im TV gearbeitet, bis sie eine neue beste Freundin in Storyline gefunden hat, und zwar Becky Lynch. Hier hat sie dann in diesem Zeitraum auch eine Fehde gegen Charlotte gestartet. Diese hat sie dann auch den Women's-Titel abgenommen. Ich musste hier kurz nur Werbung gucken für einen weiteren Kampf, den ich hier bekommen habe durch diese Werbung. Genau, also wir waren stehen geblieben bei dieser Fehde gegen Charlotte. Sie hat im Fatal 4-Way dann letztendlich bei NXT TakeOver Fatal 4-Way den NXT Women's-Titel gewinnen können und war hier dann an der Spitze von NXT. Der Titelgewinn hat ihr auch sehr, sehr viel bedeutet. Bei Sasha Banks ist das eh immer so. Die kommt durch diese ganzen Emotionen so unfassbar raus. Ich meine, sie ist ja auch persönlich Wrestling-Fan. Sie war zur Kindheit und so weiter riesen Eddie Guerrero-Fan. Hier gibt es auch eine Inside-Story. Ich erzähle ja bei Wrestler-Talks auch immer kleine Insider-Stories, die vielleicht nicht jeder kennt. Sie hat nämlich Eddie Guerrero fast schon vergöttert, ja. Also Eddie Guerrero war einfach Sasha Banks absoluter Favorite. Dann ist sie zu einer WWE, ich glaube, es war Raw oder war es eine Live-Show, ich weiß es nicht, zu irgendeiner WWE-Show gegangen. Hat vorher noch das Sign geschrieben, hier dieses Schild, I love Eddie Guerrero, und ist dann zur Show gegangen. Sie hatte aber damals nicht wirklich viel Internet-Einfluss und so weiter, hat das alles nicht verfolgt, so wie ihr das sicherlich alle tut, was das Wrestling-Geschehen im Internet angeht. Auf jeden Fall hatte sie das nicht. Sie ist zur Wrestling-Show gegangen von WWE mit dem Schild Eddie Guerrero, I love you oder irgendwie so, eben mit dieser Aussage. Auf jeden Fall ist sie dann dahin gegangen und hat diese ganzen Rest in Peace Eddie-Schilder gesehen und dachte dann erst, Eddie Guerrero wird gegen den Undertaker antreten und oh, die Leute mögen Eddie Guerrero nicht, oh, die sind alle für den Undertaker, Rest in Peace Eddie und so, bis dann jemand zu ihr hingegangen ist und gesagt hat, Eddie Guerrero ist verstorben, das weißt du schon. Und für sie ist da eine Welt zusammengebrochen. Das zeigt wirklich, wie
unfassbar verbunden Sasha Banks mit dem Wrestling an sich ist, welche Emotionen sie da rein investiert. Und das finde ich sehr, sehr sympathisch. Aber zurück zu NXT. Hier hatte sie dann nämlich nach ihrer Freundschaft mit Becky Lynch tatsächlich auch eine Fehde gegen Becky Lynch. Diese hat sie allerdings verloren. Und Leute, falls ihr diese ganzen Main-Roster-Matches Becky Lynch gegen Sasha Banks gesehen habt, das ist nichts im Vergleich zu dem, was bei NXT TakeOver Unstoppable zwischen den beiden passiert ist. Die beiden haben sich hier nämlich ultra krass gegeben. War ein richtig, richtig gutes Frauenmatch meiner Meinung nach bei NXT TakeOver Unstoppable. Becky Lynch konnte aber den Titel nicht gewinnen. Stattdessen startet Sasha Banks in eine Fehde gegen Bayley bei NXT damals. Und bei TakeOver Brooklyn war es dann endlich für Bayley soweit. Ein guter Feel-Good-Moment und so weiter. Sie hat endlich den NXT Women's Titel gewonnen. Einen Traum wirklich wahr gemacht. Und dann gab's, also TakeOver Brooklyn, das Match zwischen Bayley und Sasha war ja schon richtig krass, aber dann gab's noch das Rematch, und zwar bei NXT TakeOver Respect, der Name war Programm. Und das war tatsächlich das erste Iron Woman Man Match, beziehungsweise Iron Man Match für Frauen, wie auch immer man das ausdrücken will, auf jeden Fall. Waren das hier die beiden, die die Premiere mitgefeiert haben. Bei TakeOver Brooklyn hat Sasha Banks dann eben den Titel verloren. Dann nach einem grandiosen Iron Woman Match ist sie dann beziehungsweise in dieser Zeit auch ins Main Roster gekommen. Und das war dann letztes Jahr, 2015 Sommer. Und da war dann diese ganze Zeit mit der Divas Revolution und so weiter. Ja, war alles nicht so ganz so cool. Nachdem Sasha Banks wirklich bei NXT mit dem Iron Woman Man oder Iron Woman Match, ich weiß gar nicht, wir nennen es einfach mal Iron Woman Match, okay? Nach diesem Iron Woman Match, für mich das beste NXT, beziehungsweise allgemein, ich würde sogar sagen, das beste Frauenmatch der Geschichte, das ich bisher gesehen habe, sehen durfte, hat sie dann diesen Main-Roster-Platz bekommen, der ihr ja eigentlich nochmal mehr bringen sollte, aber irgendwie hatte sie dann eine schlechte Einsetzung, es war sehr, sehr monoton. Und dann war sie zwar vor WrestleMania 32 wieder im Titelgeschehen dieses Jahr, aber wurde dann wieder rausgenommen bis zur letzten Raw-Ausgabe. Sasha Banks kommt zurück, attackiert Charlotte, hält den WWE Women's Titel dieses Mal in die Höhe, nicht mehr NXT, sondern WWE, und hat damit quasi eine Fehde gegen Charlotte eingeleitet. Haben wir noch eine Werbung? Klar. Meiner Meinung nach, beziehungsweise meines Tippes nach, spätestens beim SummerSlam WWE Women's Championess sein. Da gehe ich jetzt einfach mal von aus. Sasha Banks gehört die Zukunft. Sie ist für mich die beste Frauenwrestlerin des aktuellen WWE-Kaders, muss man einfach so sagen. Ich war erst auf der Seite von Charlotte und so, war immer der Charlotte-Befürworter. Aber mittlerweile muss ich sagen, der Charakter von Charlotte ist mittlerweile einfach in die Schiene gegangen, in der ich sage, ja komm, brauche ich nicht. Und Sasha Banks ist trotzdem immer noch richtig, richtig krass vom Charakter her auch. Und wo wir gerade beim Charakter sind, gehen wir doch mal zur Bewertung von Sasha Banks, zum Gimmick bzw. zum Charakter. Hier habe ich ihr ganze 8 von 10 Punkte gegeben, also ein sehr guter Charakter meiner Meinung nach. Das gebe ich auch nicht oft, das gebe ich nur bei Charakteren, die halt wirklich, die mir sehr, sehr gut gefallen. The Boss ist ein richtig guter Charakter. Es geht in diese arrogante Schiene, in diese arrogante Heel-Schiene rein, aber in keine arrogante Heel-Schiene, die irgendwie schlecht wirkt oder die einfach feige wirkt oder ausgelutscht. Nein, das ist ein richtig, richtig starker Charakterzug, finde ich, den sie hier hat. Und sie kann damit auch als Face auftreten. Sie ist trotzdem noch diese, ja, ich bin die Beste. Mit dieser Attitude geht sie hier rein. Aber aktuell ist sie Face und aktuell funktioniert das auch. Und von daher ist das wirklich sehr, sehr stark, was hier aktuell passiert. Von Sasha Banks beziehungsweise, ja, einfach Sasha Banks betreffend. Das ist vom Charakter her schon sehr, sehr gut. Das Charisma, da habe ich ihr auch 8 von 10 gegeben, auf jeden Fall, weil sie einfach, nachdem sie zurückgekommen ist, man muss sich das mal anschauen, nach ihrem Comeback beziehungsweise bei ihrem Comeback bei Raw, hat man es einfach gemerkt, sie hat diese typische Star-Präsenz. Sie wirkt einfach wie so ein absoluter Star, als sie da rauskam. Das war richtig, richtig krass. Von daher Charisma. Sie wirkt einfach einzigartig. Sie ist krass drauf und auch vom Charisma muss sie so bewertet werden. Wrestling, auch hier Standard.
8 von 10. 8 von 10 für das Wrestling. Sie ist für mich die beste Frauenwrestlerin der Welt zurzeit und wirklich ultra, ultra stark im Ring. Sie ist noch nicht ganz so erfahren. 6 Jahre In-Ring-Erfahrung sind schon krass, aber es ist trotzdem nicht genug, um jetzt sagen zu können, ja gut, die ist eine der besten der Welt, weil ich nehme das hier wirklich auch mit den Standards der Männer. Also das kann man einfach noch nicht sagen, dass Sasha Banks die beste oder eine der besten Technikerinnen der Welt ist, mit Männern verglichen und so. Es ist allgemein schwierig, das zu vergleichen, aber kann man einfach so noch nicht sagen. Aber sie ist auf einem sehr guten Weg und für mich die beste Frauenwrestlerin der Welt. Mic Work, 7 von 10, für mich ihr schwächster Punkt, aber auch hier ist sie gut, denn sie macht das sehr souverän. Sie hat teilweise ein paar Punkte in ihrem Micwork, in ihren Promos, wo ich sage, ja komm, das ist jetzt noch nicht ganz so krass, aber das kommt, denke ich, durch die Erfahrung. Also auch hier gilt das gleiche wie beim Wrestling und beim, später dann auch noch bei anderen Kriterien. Die Erfahrung macht es bei Sasha Banks. Sie ist 24 oder 23, ich weiß gar nicht, 24 glaube ich. Und in dem Alter hast du noch so viel Potenzial vor dir, hat sie noch so viel Potenzial vor ihr und ich denke, das wird sie nutzen. Meine Meinung abschließend, 9 von 10, meine absolute Lieblingswrestlerin zurzeit, richtig, richtig stark, in allen Belangen eine Topfrau, was die den WWE-Kader wirklich auch bereichert. 40 von 50, meine Endbewertung für Sasha Banks. Ich bin einfach riesen Fan von ihr, ich freue mich, dass sie zurück ist, ich freue mich, dass sie jetzt on the road zum WWE Women's Titel ist. Das kann einfach nur befürwortet werden meinerseits. Und das zu Sasha Banks, würde ich sagen. Sie ist wirklich das Highlight der Women's Division gerade und ich hoffe, sie kann Charlotte den Titel demnächst abnehmen, denn wenn wir ehrlich sind, der Charlotte Run, der geht schon lang genug. Das hat jetzt auch mal ein Ende und dieses Ende wird durch Sasha Banks erfolgen. Aber gut, Leute, ich bedanke mich, dass ihr hier dabei wart beim Wrestler Talk. Schreibt mir, wie gesagt, eure Meinung, eure ganze Bewertung zu Sasha in die Kommentare. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.